alles hindern kann. Und führt ihn durch das Gewirr der Gänge zu einem Kontrollpunkt hin. Er trägt noch heute Scheinwerfer in Fluren und Netze in den Treppenhäusern, damit sich niemand in den Tod stürzen kann. Kampfbundes von Ex-Kommunisten, der illegale Menschen in Deutschland präsent sein.
Verdienste in der Oktoberrevolution und Rote Armee und unterhielten Kontakte zu trotzkistischen Banditen. Thank you.
Beschuldigte völlig Unbeteiligte, und zwar meist Frauen.
Zimmernummer und Telefonnummer im Hotel Lux. Thank you.
Ich erkläre, dass ich mich in diese Sache nicht einmischen wolle und dass ich mich verkünde, dass Sie in einem Mitglied des Zentralkomitees der KPD anrufen könnten, Verbindung mit Herrn Münchern aufzunehmen, um Ihnen dann Berichte liefern zu können. Thank you.
könnte ich mich besser zeichnen über ihren Umgang und persönliche Beziehungen, manche sind erfahren können. Obwohl ich selbst wohl nicht in einem Gespräch mit der Frau mühsam Anhaltspunkte finden könnte, da sie mir nicht vertrauen wird, könnte ich in kurzer Zeit Näheres über ihren Umgang und persönliche Beziehungen manches in Erfahrung bringen. Diese Verbindungen nach dem Ausland hat, beziehungsweise in Eberlands Auftrag und Verdienst. Halt sicher an, dass er schriftliche Verbindungen nach dem Ausland hat, beziehungsweise in Eberlands Auftrag und Verdienst. Schriftliche Verbindungen nach dem Ausland hat, beziehungsweise in Eberlands Auftrag und Verdienst. Von ihm nehme ich auch sicher an, dass er schriftliche Verbindungen nach dem Ausland hat, beziehungsweise in Eberlands Auftrag und Verdienst. Verbindungen nach dem Ausland hat, beziehungsweise in Eberlands Auftrag und Verdienst. Von ihm nehme ich auch sicher an, dass er schriftliche Verbindungen nach dem Ausland hat, beziehungsweise in Eberlands Auftrag und Verdienst. Dass er schriftliche Verbindungen nach dem Ausland hat, beziehungsweise in Eberlands Auftrag und Verdienst. Bedenkenlos richtige ich alle Schubert-Leute, die diese Fäden zu den Subjekten haben. Die noch vorhandenen Personen dieses Kreises sollten durch entsprechende Staat dazu gebracht werden, solche Fäden aufzudecken. Alle Schubert-Leute.
Leute. Diese Fäden zu den Kurzkisten zu haben. Bedenkenlos verdächtige ich alle Schubert-Leute, die diese Fäden zu den Kurzkisten zu haben. Personen dieses Kreises sollten durch entsprechende Fragen dazu gebracht werden, solche Fäden aufzudecken. Bedenkenlos verdächtige ich alle Schubert-Leute, die diese Fäden zu den Kurzkisten zu haben. Bedenkenlos verdächtige ich alle Schubert-Leute, die diese Fäden zu den Kurzkisten zu haben. Die noch vorhandenen Personen dieses Kreises sollten durch entsprechende Fragen dazu gebracht werden, solche Fäden aufzudecken. Alle Schubert-Leute, die diese Fäden zu den Kurzkisten zu haben. Die noch vorhandenen Personen dieses Kreises sollten durch entsprechende Fragen dazu gebracht werden, solche Fäden aufzudecken. Die noch vorhandenen Personen dieses Kreises sollten durch entsprechende Fragen dazu gebracht werden, solche Fäden aufzudecken. Weiter befindet sich hier die Frau des verhafteten Neumann, die im Briefverkehr mit Münzenwald bzw. auf dessen Frau gestanden hat. Thank you.
sich hier die Frau des verhafteten Neumanns, die im Briefverkehr mit Lindenberg bzw. für die Frau gestanden hat. Damals gab es dort eine Auskunft. Er suchte sie aber Korrespondenz mit dem Bruder einzustellen, weil sie welche unterhalten habe. Jedenfalls veranlasste ich ihre Dispensierung von der Arbeit in einem internationalen Komitee. Beziehungen zu Ascher und Berlin wahrscheinlich auch als Schriftsteller, Mannes Färber, der sich sehr für ihn einsetzte und der in Auslandsbeziehung zu dem verspitzten Eich hat. Damals gab es dort eine Auskunft. Er suchte sie aber Korrespondenz mit dem Bruder einzustellen, weil sie welche unterhalten habe. Jedenfalls veranlasste ich ihre Dispensierung von der Arbeit in einem internationalen Komitee. Ascher unterhielt wahrscheinlich auch ein Schriftsteller, Mannes Färber, der sich sehr für ihn einsetzte und der im Ausland Beziehungen zu dem verspitzten Eich hat. Damals gab es noch keine Auskunft. Er suchte sie aber Korrespondenz mit dem Bruder einzustellen, weil ich sie welche unterhalten habe. Jedenfalls veranlasste ich ihre Dispensierung von der Arbeit in einem internationalen Komitee. Beziehungen zu Ascher unterhielt wahrscheinlich auch ein Schriftsteller, Mannes Färber, der sich sehr für ihn einsetzte und der in Auslandsbeziehungen zu den Kurzisten Reich hat. Weiter befindet sich hier die Frau des verhafteten Neumann, die im Briefverkehr mit Münzenberg bzw. dessen Frau gestanden hat.